Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen, zu einem neuen Mario 64 Hack. Und es ist Luigi and the Forest Ruins Rebooted. Absolut crazy Name. Kurz gesagt, ein wunderbarer kleiner 40-Sterne Mario 64 Hack, von dem ich ja mittlerweile schon viele auf dem Kanal Let's Played habe. Also, es gibt sogar eine Mario 64 Hack Playlist, wo ich von allen Hacks, die ich gespielt habe, den ersten Part immer reingepackt habe. Weil manche Projekte sind, haben ja auch quasi nur einen Part, wenn es so ein Hack ist, den man einen Part durchspielen kann. Ansonsten seht ihr da aber quasi alle, die ich gespielt habe. Und ja, es ist wie immer, wenn ich Mario 64 spiele, ein kleines Übergangsprojekt, denn in einer Woche, ziemlich exakt, kommt Hogwarts Legacy. Oh, okay, das war's. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Kommt Hogwarts Legacy raus. Und nachdem ich jetzt dann quasi auf jeden Fall Hogwarts Legacy spielen will, aber jetzt auch irgendwie sozusagen eine Woche überbrücken muss, dachte ich mir, wird's doch mal wieder Zeit, dass wir einen kleinen Mario 64 Hack spielen. Und wie immer, wir sprechen über ein paar Themen, wir gucken uns den Hack an. Na, einfach ein bisschen Wohlfühlzeit gemeinsam hier. Was ist das für ein Ort? Ja, all die Besucher, die im Wald verloren gehen, fühlt euch in dem Gebäude, das vor euch liegt, wie zu Hause. Okay, also wir sind Luigi und wir haben uns offenbar in irgendeinem Wald verlaufen, ne? Damit ist das hier wahrscheinlich gemeint. Okay. Ich komme da aber nicht rein. Alles klar. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Und wir haben ja gesehen, dass da unten ist Wasser. Ich dachte im ersten Mal, das wäre irgendwie so tödlicher Nebel oder sowas. Ist es aber nicht. Aha, da unten ist ein Gitter. Aber wenn wir da rein wollen, bräuchten wir auf jeden Fall eine Blue Cap. Also eine Vanish Cap. So, okay. Hier, ah, schau mal, da kommen wir aufs Haus hoch. Sieh mal einer an. Aber erst will ich das Schild lesen. Dieser Wasserfall hinter mir da drüben. Der versteckt irgendwas. Oh, 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 oh. Okay, okay. Ein mysteriöser Wasserfall, Freunde. Da sehe ich uns doch. Die Frage ist nur, wo ist der? Hier? Da ist eine kleine Bucht. Ja, das sieht nach Wasserfall aus. Und da einfach durch. Let's go! Direkt das erste Secret gefunden. Und ich glaube, das hat übrigens gar nicht so viel mit Luigi zu tun. Also wir sind zwar, es ist zwar quasi Mario in grün mit einem L vorne drauf, aber ne, wir sind Luigi. Was ist das hier für ein Ort? Willkommen zum Quiz Schalterpalast. Oh, jetzt habe ich es ja gedrückt. Moment, wir lesen nochmal. Hier drin bekommst du einen Stern und alle drei Mützenschalter. Aber zuvor musst du erst eine Reihe an Fragen beantworten. Wenn du sie alle richtig beantwortest, erhältst du die Kappen. Ansonsten wirst du wieder an den Anfang zurückgesetzt. Okay, also, da ist der Stern. Sehr schön, den will ich haben. Es gibt, wie gesagt, 40 an der Zahl, wenn ich das online richtig gesehen habe. Und hier geht's auch nicht rein. Und ich denke, dass das in drei Parts gut machbar ist. Weil normalerweise hat man doch mal ein gutes Tempo drauf. Und das ist jetzt kein Hardcore-Hack. Mal sehen, mal sehen. Frage 1. Von welchem Spiel ist die Musik in der Lobby? Cave Story oder Zelda? Das müsste Zelda sein. Das müsste ziemlich safe Zelda gewesen sein. Ja, ja. Dieses. Na, richtig gut. Frage 2. Wie viele mögliche Münzen kann man in Mario 64 sammeln? Okay. Also, ich muss sagen, Frage 2, Antwort 2 und 3 ist irgendwie so richtig random. So 3333 ist, glaube ich, too much. Und 1996 passt irgendwie. Ich meine, es sind 15 Kurse. Man kann in allen mindestens 100 Münzen sammeln, aber eher mehr. Und dann gibt es noch die ganzen Nebenkurse und alles. Also ich würde mal irgendwie 2500 oder sowas schätzen. Dann denke ich, sind die 2600 hier drüben wahrscheinlich die richtige Antwort. Yes! So sieht's aus. Oh, jetzt haben wir schon 4 Antwortmöglichkeiten. Welcher Spezialmove ist normalerweise am wenigsten verwendet worden in Mario 64? Somersault? Ich habe keine Ahnung, was Somersault oder Somersault ist. Rückwärtssalto, Sweep, Kick, Dive. Ich weiß nicht, was das Somersault ist. Vielleicht ist es auch ein Meme oder so. Aber der Sweep Kick, der wird quasi nie verwendet. Das ist der hier. Den nimmt eigentlich niemand. Also vermute ich mal, dass das die Antwort ist. Jawollo! So sieht's aus! Und wir kriegen den roten Schalterpalast. Den roten Schalter, das ist aus. Oh! Okay, und jetzt kommen wir direkt zum grünen. Ah, verstanden. Frage 4 in Mario Kart 64. Welche Strecke erscheint in der Trophy Award Cutscene? Das ist Royal Raceway. Das ist der Royal Raceway. Das ist der mit der geilen Schanze. Jawollo. Den mag ich auch in Mario Kart, mag ich die Strecke sehr gerne.
Welcher Stern ist der schnellste in Mario 64? In the Deep Freeze. Das ist der in der Schneewelt. In der zweiten Schneewelt. In Frostbollenfrust. Direkt am Anfang in dieses Eislabyrinth rein, fertig. Welcher dieser Luigis ist ein Meme? Mama Luigi? Luigi? War Luigi? Luigi? Keine Ahnung, warte mal. Kann ich hier eigentlich durch die Wand gucken, ne? Ja. Luigi ist das Meme. Aber Luigi ist echt das Meme. Das ist dieser sehr weird gezeichnete Luigi. Also hätte ich jetzt, deswegen habe ich auch die Tür als erstes überprüft, weil ich das auch vermutet habe. So! Und jetzt müssen wir noch das nächste Quiz schaffen für den blauen Schalterpalast. What does the castle upstairs sign on the wall talk about? Okay, was sagt das Schild quasi im ersten Stock im Peach Schloss? Pounding the pillars, walking in the hallway. Boah, keine Ahnung. Freunde, wir machen den Move. Oh, was? Geht der hier nicht? Doch, hier. Okay. Es geht irgendwie um das Laufen in den Gängen. Keine Ahnung. Paracam ist Best Cam. Ja, vielleicht, nein. What? Was ist die Paracam? Ich habe keine Ahnung. Okay, dass sie drüben... Ja, Paracam scheint die beste Cam zu sein. Hä, keine Ahnung. Das Meme kapiere ich nicht. Letzte Frage. Welcher berühmte ROM-Hack ist angeblich am nächsten an Mario 64 dran? Ja, das müsste doch Star Road sein, oder? Das war der allererste und der ist wirklich... Der hat richtig Mario 64 Vibes. Ja, genau. Wunderbar. So, und jetzt haben wir alle drei Schalter aktiviert und jetzt müssten wir zum Stern gebracht werden, oder? Okay. Wir kriegen die Blue Cap. Ah, oh, und jetzt muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite düsen, oder? Oh, ich mag den. Also ich mag das Design von dem Hack. Also so die Optik und die Schriftart und das ist. Mir gefällt der Artstyle. Und da haben wir den ersten Stern, Freunde. Von 40. Aber wir kommen immer noch nicht in das Haus rein. Aber das ist eine schöne Sache, weil jetzt haben wir einfach schon alle Schalterpaläste. Das heißt, wir können jetzt theoretisch in jedem Level alles schaffen. Ich finde es immer sehr angenehm, wenn in diesen ROM-Hacks... Ups. Wenn in diesen ROM-Hacks die Schalterpaläste jetzt keine große Challenge sind, sondern man die halt quasi einfach bekommt. Weil es ist immer frustrierend, wenn du irgendwelche Sterne machen willst, dann fehlt dir wieder der Schalterpalast. Das ist so... muss einfach nicht. Oh, warte mal, ist da drüben was? Schau mal, da drüben ist auch irgendwie eine Insel und so... Keine Ahnung, ob es hier vielleicht im Außenbereich noch irgendwo einen Stern gibt. Kein Schimmer. Oh Gott. Kann ich hier per Wandsprung hoch? Okay, mit Firsties würde es klappen, aber das ist mir zu schlecht. Pass auf, aber dann düse ich jetzt nochmal ganz kurz auf die andere Seite. Und dann schauen wir mal ganz kurz, ob ich da noch irgendwie weiterkomme. Ja. Auch hier geht es theoretisch hoch. Aber hier nicht mehr. Okay, dann ist hier einfach Schicht im Schacht. Ja, ja. Okay, also... Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo ein Stern ist. Fühlt sich aber auf jeden Fall nicht so an. Wie gesagt, also ich versuche das Ganze in drei Parts zu schaffen. Wenn es vier Parts sind, ist auch okay. Dann kommt halt quasi, keine Ahnung, da werde ich den Übergang zu Hogwarts Legacy auch schaffen. Aber Hogwarts Legacy ist ja, wenn man sich die Deluxe-Version kauft, und ich glaube, das machen alle, weil wenn du die Deluxe-Version kaufst, kannst du drei Tage früher anfangen als beim offiziellen Release. Übelst fies eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, aber gerade... Als YouTuber musst du diesen Early Release mitnehmen. Es wird sowieso kein Projekt, was in irgendeiner Art und Weise hypen wird. Das ist wie Horizon oder so hier auf dem Zweitkanal. Ne, ich spiele das für mich und all die Leute, die Lust haben, mich auf der Reise zu begleiten. Aber das wird jetzt kein Projekt sein, was dem Kanal jetzt krass viele neue Zuschauer bringt oder so. Aber ja, ich will natürlich von Anfang an dabei sein. Ich bin ein riesiger Harry Potter Fan. Ich freue mich riesig drauf. Und jetzt sind wir im Schloss. Hi. Luigi! Oh mein Gott, schön, dass du da bist. Du glaubst gar nicht, in was für einer Schwierigkeit wir hier gerade sind. Wir haben nach Schätzen gesucht und dann haben uns wilde Kreaturen durch die Wälder gejagt. Zum Glück haben wir diesen komischen Ort hier gefunden, ne? Ich denke, das ist der Grund, warum er existiert. Naja, wir müssen erst einen Ausgang finden, ne? Es ist jetzt 3 Wochen her, seit wir hier sind, ohne Essen. Luigi, du musst uns helfen, bevor wir verhungern. Okay. Oh, das interessiert dich vielleicht, Luigi. Dieser versteckte Palast ist nicht diese Art von Ruinen, die du vielleicht erwartest. Soweit ich das sehe, sind hier drin kleine, glänzende Schatzsterne versteckt. Je mehr du sammelst, desto eher sind wir in der Lage, hier wieder rauszukommen. Ich frage mich, ob Bowser irgendwas damit zu tun hat. Das kann gut sein. So, warte mal, jetzt haben wir hier eine Tür. So, und da ist ein Bild. Da ist auch ein Bild.
Aber hier brauchen wir auch einen Stern, um da durchzukommen. Ich meine, wir haben einen Stern. Da drüben komme ich auch for free rein. Da ist noch eine Tür. Aber vielleicht die Bilder hier machen vielleicht gar nichts. Ja, hier ist nichts. Okay, dann machen die Bilder gar nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich die Tür nehmen. Ja, okay. Die Bilder sind free. So, aber was ist das für eine Tür? Wo führt mich das denn? Oh, wow, wow, wow. Sogar eine kleine Oberwelt. 15 Sterne brauche ich hier. Und kann ich da rein? Ja! Stage 2. Ja, was soll's, ne? Boo Lake Castle, Stage 2, Deep in the Waters. Na, dann schauen wir doch mal. Tief im Wasser, Freunde. Warte mal, ist das? Ist das die... Das ist doch die Hauptstage. Das ist doch genau der Ort, von wo wir gerade kommen, oder? Dreh um, solange du kannst. Okay. Die Frage ist, soll ich jetzt ins Wasser hüpfen? Oder soll ich hier reingehen? Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Ich weiß auch gar nicht, ob es 100 Münzsterne gibt. Bin ich mir nicht sicher. Mal sehen. Okay, da ist ein Pixelbuh. Voll geil. Aber kannst du wieder aufhören, mich so anzustarren? Ich hoffe, du weißt, dass ich ein echter Bobomb bin. Keiner dieser Geister, Verwandlungen, die hier so rumlaufen. Warum denkst du, warum ich hier in diesem creepy Schloss bin? Ja. Ich kapier's nicht. At least they have some rooms to stay for the night. Okay, also, er ist quasi hier, weil er hier übernachtet. Holy shit. Was geht denn hier ab? Was ist das denn? Hinter dieser Tür ist der Raum der Illusionen. Er ist so dunkel, dass du nichts sehen kannst, aber du hast Türen, durch die du gehen kannst. Nimm die korrekte Tür oder du wirst rausgeworfen. Und die richtige Tür ist die, wo du so ein Geräusch hörst, wenn du dich ihr näherst. Okay. Ich höre kein Geräusch. Ha! Das ist sie! Jawollo! Hä, wie cool ist das denn? Ja. Ist das eine unsichtbare Münze, die da schimmelt? Die man einsammelt? Ja. Das ist eine unsichtbare Münze. Unser Münzcounter wächst. Hä, wie nice ist das denn gemacht? Ja. Man muss halt immer erstmal die Tür finden, ne? Irgendwann wird doch auch mal die Tür geradeaus richtig sein, oder? Wir kommen auf jeden Fall noch gut voran. Jetzt ist gar keine Tür mehr da, holy shit. Hier nicht? Nein, ich wollte da nicht rein! Oh, nee. Die Frage ist, spawnen die Münzen jetzt wieder? Oh nein, die spawnen nicht wieder. Shit. Oder? Freunde, ich glaube, die spawnen nicht wieder. Oh, das ist gar nicht gut. Ja, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Also absolut kein Schimmer. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, warte mal. Jetzt war es da lang. Habe ich irgendeine Chance, hier durchzugucken? Nee, jetzt muss ich, glaube ich, geradeaus. Nein! Okay, wir können das nicht mehr schaffen. Man muss das im First Try machen, weil ansonsten despawnen die Münzen, ne? Und dann kriegt man nicht mehr angezeigt, was die richtige Tür ist. Oh, was ein Scam. Aber hier ist noch eine Tür, Freunde. What the hell is going on? Oh, okay, jetzt kommen schon die ersten Geister. Aber hier geht es für mich nicht mehr durch. Okay, da ist irgendein Eingang. Brauche ich hier den blauen Schalterpalast vielleicht, um da durchzukommen? Und hier ist auch Feierabend. Ha. Huh. Okay, aber wir haben jetzt hier keinen blauen Schalterpalast irgendwo gesehen, ne? Aber da ist noch eine Tür. Holy shit. Und das ist die Bücherei. Und hier ist der blaue Schalterpalast. So, Freunde. Und wir wissen jetzt genau, wo wir hin müssen. Ich mag die Mucke. Ich mag die Mucke sehr. Und zwar hier durch. Let's go. Und was bist du? Ah, das ist ein Notenblock. Der schießt mich nach oben. Alles klar. Wir kommen voran, Guys. Es geht immer weiter nach oben. Da ist ein Kronleuchter. Epic Shit. So, jetzt ist noch die Frage, was geht hier? Hier ist der Gang irgendwie einfach zu Ende. Da geht gar nichts mehr. Oder kann ich da vielleicht auf die andere Seite? Ich könnte darüber hüpfen. Doch, oder da ist auch eine Tür. Oh, schon wieder zwei Türen. Aber ich gehe jetzt tatsächlich durch die. Die wirkt mir irgendwie relevanter, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Da ist noch ein Kollege. Ah, der öffnet die Kanone draußen für uns. Oh.
Das ist wichtig, Freunde. Ich habe wirklich das Gefühl, wir haben direkt die verwirrendste Stage als allererste entdeckt. Weil es wirklich sehr, sehr schwer ist, sich hier von A nach B zu koordinieren. Ich glaube, hier geht es für mich nicht mehr durch, Freunde. Ich glaube, hier gibt es für mich keinen Rückweg mehr. So sehr ich es auch probiere. Wir können höchstens was tryen. Nein. Ich wollte da versuchen, rüberzukommen. Nope. Alles klar. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm, Guys. Wir wissen, wie wir wieder nach oben kommen. Aber ich meine, am Ende dieser Reise muss ja irgendwo ein Stern auf uns warten. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch nur jetzt am Anfang so aufwendig ist, weil wir jetzt wirklich diese ganze Mansion hier erkunden, ne? Und diese ganzen Türen abchecken müssen und. Ich denke, dass wenn wir uns dann mal draußen umschauen, dass wir wahrscheinlich deutlich schneller unterwegs sind. Sehr gut. Genau, und jetzt muss ich hier drüben die Tür nehmen. Da geht es nämlich noch weiter. Ja, da sieht man jetzt auch schon durch die Wand, dass da irgendwas ist. Ist das ein One-Up? Scheint fast so. Aber was geht da? Okay, da muss ich einfach seitlich über die Brücke. Kamera ist in Mario 64 immer nicht so einfach in engen Räumen. Aber wir gucken uns weiter um. Da ist nichts. Wow, da ist ein Abgrund. Moment. Ja, immer schön hier vorausschauend springen. Ja. Trau dem Braten noch nicht so ganz, aber es geht weiter. Wo führt mich das hin? Verdammt, sind wir jetzt ganz oben? Hier sind sehr, sehr, sehr viele kleine Geister. Ich habe keine Ahnung, ob ich die alle killen muss. Ob mir das irgendwas bringt. Weiß es echt nicht. Warum bin ich hier? Was habe ich davon, hier zu sein? Bin ich vielleicht zu früh hier? Ist hier vielleicht noch gar nichts für mich? Ich meine, ich kann da auf die Mauer hoch. Nee, aber irgendwie. Laber nicht, dass ich jetzt komplett umsonst hier hochgegangen bin. Das kann... Nein! Das, sowas tut man nicht! Aber hier ist ein Stern. Hier war ein Stern! Oh, nee! Also, keine Ahnung, was das soll. Dass du den Spieler da komplett nach oben gehen lässt. Oder ich war halt einfach unfassbar dumm. Das kann auch sein. Und ich glaube, da ist der Eingang zu dem eigentlichen Stern, den wir machen sollten. Also, wir haben gerade so viel rausgefunden über das Level. Also wir haben jetzt da einen Stern gefunden. Ich habe auch noch einen anderen Stern am Horizont gesehen. Wir haben jetzt den gefunden. Wir haben die Kanone geöffnet. Wir wissen theoretisch, wie man nach oben kommt. Aber vielleicht muss man erst in dem anderen Stern da hoch. Vielleicht ist dieser Hex so ein bisschen so, sage ich mal, in der Art und Weise gemacht. Ja, den brauche ich. Vielleicht ist der Hex so ein bisschen gemacht, dass man immer einfach die Mission macht, die man machen muss. Oder die einem angezeigt wird. Und vielleicht kommt dann irgendwann so eine Mission, die irgendwie heißt, klettere nach oben. Und dann ist da oben vielleicht ein Big Boo oder sowas. Ich weiß es nicht. Silver Stars in the Lake, ja. Ich glaube, die Welt ändert sich von Mission zu Mission. Ich glaube, das ist... Ich glaube, so funktioniert das Ganze hier. Keine Ahnung, ob diese Silbersteine vorher auch schon da waren. Ich verstehe, ja. Aber das könnte uns helfen. Genau, und den da oben hätten wir fast bekommen, als ich da von oben runtergefallen bin. Oh, aber ich war, mein Movement war einfach zu schlecht. Ich war einfach zu bad, Freunde. Oh, es ist so schön, wieder mit euch Mario 64 zu spielen. Ich weiß, dass das hier alles keine Publikumsprojekte sind, aber ich weiß, dass ich eine kleine Mario 64 Hack-Fan-Community hier habe. Und der zweite Kanal ist ja der riesige Spielplatz für mich, wo ich eben jegliche Form von Projekt bringen kann. Vollkommen egal, ob sie krass geguckt wird oder von niemandem. So, ich bring's einfach, wenn ich es fühle. Und ich fühle Mario 64 Hack sehr geil. Ihr kennt mich. Sonst hätte ich nicht schon so viele gespielt. Also wirklich, falls ihr euch für Mario 64 Hacks interessiert, und das sollte aus irgendwelchen Gründen sein, der erste Hack aus irgendwelchen Gründen sein, den ihr quasi von mir seht, das war kein Deutsch. Ich kann euch nur die Mario 64 Hack Playlist empfehlen. Also sucht einfach mal nach Hubschrauber, Mario 64, ROM-Hacks oder so. Es gibt eine Playlist, da ist von allen Hacks, die ich gespielt habe, der erste Part verlinkt. Und dann solltet ihr Part 2, 3, 4 und so weiter ja dann selber finden. Aber da habt ihr dann quasi eine komplette Übersicht, welche Hacks auf diesem Kanal schon abgehandelt wurden. Und ich glaube, wir sind schon über 10.
10 oder 15 Hacks müssten es jetzt dann langsam schon sein. Manche Hacks sind, wie gesagt, nur eine Folge lang oder zwei Folgen lang. Aber wir haben auch schon Projekte, die wirklich 15 Parts lang sind. Also da ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Und wisst ihr, was ich langsam glaube? Meet the Boonsters. Was sind denn die Boonsters? Ich glaube tatsächlich, dass es keine 100 Münzsterne in diesem Spiel gibt. Also, ich meine, ja, wir haben jetzt schon ein paar Münzen entdeckt. Aber viele waren es nicht. Aber hier kann ich jetzt die Kanone nutzen, die wir gefunden haben. Und vielleicht kann ich mich exakt zu dem Stern schießen, den wir schon irgendwo gesehen haben. Wir haben noch irgendwo den Stern leuchten gesehen. Warte, ich kann... No way! Kann ich mich direkt aufs Schloss hochschießen? Ja, aber nein. Also ich glaube schon, dass es geht, wenn ich will. Aber wer sind denn die Boonsters? Sag nicht, dass das diese fünf Geister oben sind, die wir jetzt gesehen haben, aber... What? Okay, Freunde, ich gehe nochmal rein. Ich weiß nicht, ob ich nochmal den ganzen Weg hochgehen will. Oder muss ich alle kleinen Geister erledigen? Mann! Ich weiß es nicht. Wir probieren jetzt nochmal den hier. Wir probieren jetzt nochmal den Stern. Und wir nehmen jetzt nicht... Wir nehmen jetzt quasi nicht die falsche Tür. Boah, ey, die Grafik, ne? Die Grafik, die Kamera. Was ein Crap. Hier lang? Ja. Okay, okay. Und ich glaube, jetzt muss ich hier lang. Ja, so ein bisschen habe ich es noch im Kopf. Glaube jetzt geradeaus. Nein, nicht geradeaus. Hier rüber? Ja, hier rüber. Ich probiere immer diese geradeaus Tür aus. So, ne? Muss einfach getestet werden. Ja, da hat es jetzt... Oh boy. Es tut mir so leid, ne? Zum Zuschauer ist es, glaube ich, richtig schwer nachzuvollziehen, was ich hier tue. Weil es einfach nur wahrscheinlich schwarz wird und man gar nichts erkennt. Aber ich weiß so grob, wo ich meine Kamera positioniere. Und damit kann ich arbeiten. Kein Klimpern. Wieder kein Klimpern. Hä? Aber es gibt nur die beiden Türen. Warum klimpert es hier nicht? Es gibt keine andere Tür, die ich hier nehmen kann. Oh nein, hat es jetzt einmal geklimpert? Ich habe es nicht mitbekommen. Ich gehe hier rein. Please. Oh Gott! Oder ist das der Weg zurück? Das wäre halt auch übertrash. Laufe ich gerade zurück? Pass auf, ich gehe nochmal hier lang. Oh, Freunde, das wird nichts. Das ist die einzige Tür, die mir noch bleibt. Die ist keine andere. Ja. Hä? Ha! Ja, es klimpert wieder. Okay. Ja. Wie lang geht das Spielchen hier? Kein Klimpern. Wieder kein Klimpern. Oh Gott, Kamera, please. Klimpern. Boah, ich hab doch beim besten Willen keine Ahnung. Kein Klimpern, kein Klimpern. Klimpern! Ja! Oh mein fucking Gott, was war das für ein Stern? Oh! Ich hab das Gefühl, dass hier manche Sterne noch nicht so ganz auf die Kamera ausgerichtet sind, ne? So, ich muss immer noch die Boonsters treffen. Passt auf, Freunde. Ich probiere jetzt nochmal, mich per Kanone da hochzuschießen. Und dann gucken wir nochmal nach, ob diese fünf... Weil das könnte schon passen, die Boonsters, ne? Diese fünf Booster oben auf dem Dach. Das wirkt schon alles sehr nach dem, was ich brauche. Aber jetzt muss halt der Schuss passen, ne? Und da hoch komme ich nicht. Wo ist dieser eine Stern, den wir da in der Entfernung haben leuchten sehen? Keine Ahnung. So, pass auf, wir schießen jetzt hier nochmal nach oben. Nee, das geht... Ist das bewusst so gemacht, dass es nicht funktioniert? Ja, auch. Lächerlich. Pass auf, jetzt schaue ich erstmal, ob ich da noch außen rumkomme. Na, ob wir an diesen einen Stern, den wir da hinten gesehen haben, ne? Und hier muss ich hoch. Und vielleicht ist das dann doch das, was ich mit der Kanone machen muss. Hm. Alles nicht so einfach. Ich sag's euch, wie es ist.
Aber ich glaube, wir marschieren doch nochmal hier hoch. Na, who knows? Der Schuss auf das Dach muss doch möglich sein. Es kann doch nicht extra so weit weg sein, dass man nicht hier hochkommt, oder? Ich mach mal ein Safe State. Hat niemand gesehen? Ja! Oh mein Gott, wir sind oben. So, seid ihr die Boonsters? Und vielleicht habe ich vorhin einen Geist übersehen. Ha, ja! Oh mein Gott! Vorhin hatten wir diese Dialoge nicht. Ich schau mal hier. Hier sind jetzt doppelt so viele Geister. Und jeder zweite Geist ist eben so ein besonderer. Und wenn wir hier jetzt wahrscheinlich gleich alle töten, ne? Dann erscheint wahrscheinlich ein Big Boo. Kann ich mir vorstellen. Und vorhin bin ich hier hochgeklettert und da war das eben noch nicht so. Aber dann ist dieses Hochklettern total useless, wenn man die Kanone davor gefunden hat. Das ist irgendwie nicht so smart gemacht. Also, wie gesagt, das Hochlaufen hat mir nichts gebracht. Und auf halbem Weg haben wir die Kanone schon gefunden. Jawollo, und Big Booster ist da. Ich mag auch die Faces von denen irgendwie. Das hat irgendwie was. Und da ist der Stern, den wir uns verdient haben. God diggity damn, ich sag's euch. Was war das? Oh, super frustrierend, dass das vorhin nicht notwendig war, da hochzudüsen. Aber hey, so, ich glaube, wir können die Welt noch 100%. Ich finde, das haben wir verdient. Also auf 100 Münzjagd gehe ich nicht. Behind the Castle, ja, das haben wir gesehen. Okay, da gucke ich auch mal, ob mir da die Kanone vielleicht hilft, ob ich mich da über diese Mauer schießen kann. Das kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch dafür ist. Ich meine, man könnte auch, wie wir es vorhin gemacht haben, von oben runterspringen. Aber diesen Weg nach oben spare ich mir, wenn ich hier diese wunderschöne Kanone habe. Oder muss ich hier? Oh Gott, wo ist denn die Mauer? Ist das hier? Ich schieße mich mal hier so an der Mauer entlang. Oh nein, das war zu niedrig! Bruh! Okay, okay. Ein bisschen höher. Ich habe verstanden, ne? Ich finde es spannend. Das ist aber, glaube ich, wirklich jetzt das Haus, welches auch die Lobby darstellt, ne? Also hier ist es ja wirklich kein großer Unterschied zur Lobby, wo wir in das Haus reingegangen sind. Bloß das Haus, in das wir am Anfang des Spiels reingegangen sind, war noch in einem besseren Zustand als das hier. So, wir schießen uns höher. Das sieht gut aus. Genau, jetzt sliden wir da so an der Mauer entlang. Jawollo. Das ist doch genau das, was ich brauche, Freunde. Nein, 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 kein Rollout. Oh, oh. Okay. Jetzt einfach. Oh boy. Ja, genau, hier rüber. Let's go. Okay, aber rote Münzen habe ich jetzt auch nicht entdeckt. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, was der letzte Stern sein soll. Oder ich meine, vielleicht spawnen jetzt ganz viele Münzen. Das kann auch sein. Luigi's Midnight Flight. Okay. Ich bin ganz offen und ehrlich zu euch. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, was sie jetzt von mir wollen. Also das klingt so, als ob ich den roten Schalterpalast brauche. Aber ich habe beim... Aha. Ich wollte sagen, ich habe beim besten Willen keinen roten Schalterpalast gesehen. Wir gehen hier rein. Und wir haben doch irgendwo einen Stern in der Entfernung gesehen. Irgendwo... Oh, das ist doch die Tutorial-Musik. Aus Mario Luigi. Oh! Ärgerliche Momente. Sehr ärgerliche Momente. Okay. Aber ich meine, wir können jetzt trotzdem schon mal gucken, wo ich hin muss. Wo ist dieser Moment? Wo ist dieser Ort, wo ich hin muss? Muss ich vielleicht doch erst... Ich glaube, wir schießen es erstmal hoch auf Schloss. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Wir gehen erstmal hoch. Und von oben... Wir haben den ja von oben gesehen. Vielleicht kann man den auch nur von oben erreichen. Vielleicht muss ich quasi meinen Flug dann nochmal oben erneuern. Aber die Musik ist mal mega geil. So, passt auf. Erstmal aufs Dach hoch. Ich glaube, dass das links von uns war. Ich glaube, dass das irgendwo in der Richtung war, aber ich spiele jetzt die safe Variante. Oder? Irgendwo muss doch dieser Stern sein. Wo muss ich hin? Geist, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch da vorhin ganz eindeutig einen Stern gesehen. Oder bin ich jetzt total blöd? Nein, da! Da ist er. Okay, er war ganz rechts und nicht ganz links.
Yeah! Okay. Und wie gesagt, also 100 Münzen glaube ich nicht. Es gibt keine 100 Münzen. Jeder Geist hat nur eine Münze gegeben. Es gab ein paar Goombas, sonst gar nichts. Okay. Aber dann haben wir doch schon mal 7 Sterne. Das ist doch schon mal eine Sache. Das ist schon mal ein Status, mit dem man arbeiten kann. Und das soll auch der erste Part gewesen sein, Geist. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann weiter um. Ich schaue vielleicht nochmal im Internet nach, ob irgendwo steht, ob es sozusagen 100 Münzsterne gibt oder nicht. Wir gucken uns das mal an. Am Ende müssen wir auf 40 kommen. Kann ich hier eigentlich nach oben gucken, wie es im Original ist? Nee, okay. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal einfach wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Mit einer dicken Kanalmitgliedschaft supporten Sören Komora, JT90PRL, Hykris Ski und im Pause an dieses Projekt. Ich danke euch.